welchen Weg du gehst. Lager der Erholung und Arbeit. Zurück oder vorwärts, du musst dich entschließen. Wir bringen die Zeit nach vorn Stück um Stück. Du kannst nicht bei uns und bei ihnen genießen, denn wenn du im Kreis gehst, dann bleibst du zurück. Sag mir, wo du stehst. In den letzten Jahren haben sich in der Deutschen Demokratischen Republik immer mehr Schüler der oberen Klassen an Lagern der Erholung und Arbeit beteiligt. In diesem Diaton-Vortrag sollen Bedeutung und spezifische Möglichkeiten der Arbeitserziehung in einem solchen Lager dargestellt werden. Wir stellen fest, das Lager der Erholung und Arbeit ist eine spezifische Möglichkeit der Arbeitserziehung im komplexen Prozess der kommunistischen Erziehung der Schuljugend. Das Lager der Erholung und Arbeit bietet günstige Voraussetzungen für die Herausbildung von Grundlagen einer kommunistischen Einstellung zur Arbeit durch eine zielstrebige Verbindung der freiwilligen produktiven Arbeit mit sinnvoller Freizeitgestaltung als konkreter Ausdruck und persönliches Erlebnis der sozialistischen Lebensweise. Durch die Arbeit der FDJ-Kollektive unter den Bedingungen der sozialistischen Produktion in einer volkswirtschaftlich wichtigen Planaufgabe. Durch die Teilnahme am sozialistischen Wettbewerb und durch den direkten Einfluss klassenbewusster Arbeiter. In dieser Ferienform des Sozialistischen Jugendverbandes wird durch zielstrebige, pädagogisch geführte und eigenverantwortliche Planung und Durchführung des Lagerlebens die Einheit von Erziehung und Selbsterziehung verwirklicht. Die eigenverantwortliche Mitgestaltung und das unmittelbare Erlebnis der sozialistischen Lebensweise im Lager fördert die Herausbildung der Bedürfnisse nach regelmäßiger, gesellschaftlich nützlicher Arbeit, nach guten Lernergebnissen, nach der Gestaltung eines sozialistischen Lebens. Die Verwirklichung dieser Zielstellungen erfordert eine exakte Bestimmung der Ziele und Inhalte des Lagers. Die Festlegung der Ziele und Inhalte des Lagers muss von der allgemeinen Zielstellung der kommunistischen Erziehung ausgehen. Zugleich jedoch die besonderen Bedingungen des Lagers berücksichtigen. Dabei wird der Erfolg nicht zuletzt auch durch die Art und Weise der Vorbereitung bestimmt. So hat es sich bewährt, auch die Eltern in die Vorbereitungen einzubeziehen. Zugleich ist es besonders wichtig, dass die Jugendlichen das Lager zu ihrer eigenen Sache machen und es in ihrer Grundorganisation, vor allem auch inhaltlich, insbesondere ideologisch vorbereiten. Es kommt von euch der Vorschlag, ein Lager der Arbeit und Erholung durchzuführen. Wir haben euren Vorschlag an die Parteileitung weitergegeben und er ist von dort sehr begrüßt worden. Es hat sich auch schon ein geeigneter Betrieb für uns gefunden. Wir werden dieses Lager im staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb Neuhaus am Rennweg durchführen. Gerade der Thüringer Wald, so meine ich, bietet für uns sehr gute Erholungsmöglichkeiten. Ich habe jetzt an euch die Bitte, einmal zu überlegen, was müssen wir als FDJ dort tun, um unser Lager für uns interessant zu gestalten. Ja, also ich meine, wir müssten erstmal erforschen, was wir eigentlich arbeiten sollten und müssten erstmal den Sinn der Arbeit ergründen. Könnte man den Teilnehmern nicht einen Auftrag mitgeben, bei denen die sich richtig als FDJler bewähren können? Wir sollten auch die Freizeit planen und mit dem Betrieb vorher absprechen. Ein Betreuer im Gespräch mit den Jugendlichen. Wir sind hier in einem Lager der Erholung und Arbeit. Wir haben schon ein paar Tage gemeinsam verlebt. Erzählt doch mal, mit welchen Erwartungen ihr hierher gekommen seid. Mal richtig körperlich tätig zu sein. Komm vom Stadtleben mal weg. Komm dem Praktischen etwas näher. Ja, wir wollen mal sehen, wie die Forstarbeit hier so ist. Mal andere Menschen kennenzulernen. Mit der Natur enger verbunden zu sein, mal Erfahrungen sammeln. Und um uns zu erholen. Die Forstfacharbeiterin bei einer der täglichen Arbeitseinweisungen. Also, heute wird gepflanzt. Und zwar mit der Winkelhacke. Wir nehmen die Schneide, hacken ein
Dann nehmen wir die breite Seite und die hacken wir so tief ein, bis wir Mutterboden haben. Wenn wir Mutterboden haben, setzen wir die Pflanze in Winkel, treten sie fest. Wenn fertig sind, probieren wir die Pflanze, ob sie festgetreten ist. Ist sie nicht fest, machen wir das noch einmal. Das Wichtigste davon ist, dass wir die Arbeit gewissenhaft machen. Es hat keinen Zweck, wenn ihr 300 pflanzt und es gehen 150 oder 200 davon ein. Wir machen so viel, wie wir schaffen, und wenn es 100 Stück sind, aber die sind gewissenhaft und sauber gemacht. Und das ist wichtig. Ausgehend von der gesellschaftlichen Notwendigkeit und den vorhandenen Möglichkeiten in unserer sozialistischen Gesellschaft, die geistigen und körperlichen Fähigkeiten der Schuljugend voll zu entfalten, ist es erforderlich, die junge Generation allseitig auf ihre staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten im Hauptbereich des gesellschaftlichen Lebens, in der produktiven Arbeit, vorzubereiten. Damit soll ihre Fähigkeit und Bereitschaft entwickelt werden, die Aufgaben zu lösen, die ihnen die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft und die Schaffung der Grundlagen für den Übergang zur kommunistischen Gesellschaft stellen wird. Um diese Ziele zu verwirklichen, ist es erforderlich, die Heranwachsenden frühzeitig, aktiv und altersgemäß in die Arbeit und in den Kampf der Werktätigen für den gesellschaftlichen Fortschritt durch die Verbindung von produktiver Arbeit, Unterricht und körperlicher Ertüchtigung einzubeziehen, um so ihre Persönlichkeit allseitig zu entwickeln. Die Arbeit verstehen wir dabei als ein Mittel der kommunistischen Erziehung der jungen Generation, und sie dient dem Ziel, die Jugend weltanschaulich und moralisch, ästhetisch, geistig und physisch auf ihre Tätigkeit in der Produktion und auf ihr gesamtes Leben vorzubereiten. Halten wir fest: Arbeit an sich erzieht noch nicht. Erst in ihrer engen Verbindung mit der weltanschaulich-moralischen Erziehung und mit dem Kampf der Arbeiterklasse trägt sie zur allseitigen Persönlichkeitsentwicklung bei, die das Ziel der kommunistischen Erziehung ist. Die Jugendlichen müssen die Notwendigkeit und die Bedeutung der konkreten Arbeit erkennen, genügend über die Arbeitsinhalte und Arbeitsmethoden wissen und Möglichkeiten der schöpferischen Anwendung ihrer theoretischen Kenntnisse aus verschiedenen Unterrichtsfächern erhalten. Unsere Jugendfreunde erläutern uns ihre Aufgaben und ihre Arbeitsweise. Wir arbeiten als Brigade. Jeder von uns hat eine ganz genaue Aufgabe. Wir tragen genauso Verantwortung wie die Forstarbeiter. Als Kollektiv rechnen wir unsere Arbeit ab. Wir mussten also lernen, uns gegenseitig zu helfen. Das richtige Pflanzen der jungen Fichten ist sehr wichtig. Die Vorbereitung des Pflanzloches, Einhaltung der Abstände und Reihen, das richtige Anpflanzen und das Antreten erfordern gewissenhaftes und genaues Arbeiten. Am Anfang hat uns die Arbeit überhaupt keinen Spaß gemacht, denn sie war körperlich sehr schwer und war nicht interessant. Wir wussten nicht den Nutzen, den die Arbeit bringt, aber dann erzählt uns ein Forstarbeiter über den Schaden, den das Schmelzwasser, was in den Frühjahren herunterfließt, anrichten kann, wenn diese Gräben nicht gebaut werden. Somit erfassten wir den Sinn dieser Sache und wir strengten uns auch nunmehr an und es macht uns mehr Spaß. Was wir uns vorgenommen haben, haben wir schon geschafft. Aber wir werden den Weg noch bis zur Kreuzung weiterbauen und damit unsere Norm übererfüllen. Die Arbeit ist sehr schwer und eintönig. Deshalb sind wir froh, dass der Förster und seine Waldarbeiter uns helfen. Sie erklären uns, wie diese Arbeiten durchgeführt werden. Und bei schweren Arbeiten helfen sie auch einmal mit. Vor allem erklären sie uns, wie notwendig die Arbeiten sind. Mit den Kollegen der Brigade haben wir uns vom ersten Tag an gut verstanden. Sie hatten jederzeit ein offenes Ohr für unsere Probleme und erläuterten uns gleichzeitig Probleme, die in der Forstwirtschaft auftreten. Mit den Arbeitern aus dem Forstwirtschaftsbetrieb verstehen wir uns genauso gut wie mit den Kollegen aus der Patenbrigade. Dadurch kommen interessante Gespräche zustande. Unsere Gruppe besichtigte den Technikkomplex. Das ist der Platz, an dem die Arbeiter ihre Maschinen stehen haben. Der Förster zeigte uns, wie die Waldarbeiter in früheren Zeiten mit Säge und Axt die Bäume fällen mussten.
Gleichzeitig erläuterte er uns die modernen Maschinen, wozu die Arbeiter auf Tage brauchten, schaffen die Maschinen in wenigen Stunden. Ich als Forstarbeiterin kann nur sagen, dass ich mit den Schülern sehr guten Kontakt habe, dass wir gut zusammenarbeiten, dass sie gewissenhaft sind, ihre Arbeit ordentlich machen, sehr ehrgeizig sind, wo ich eigentlich erst Bedenken hatte, weil sie von der Stadt kommen. Da bei uns die Schüler, die sind das gewöhnt, weil sie von da sind und ein bisschen Kenntnisse haben. Da hatte ich erst Bedenken mit den Stadtkindern. Ich muss sagen, dass ich gerade das Gegenteil erfahren durfte, dass die Stadtkinder fast ehrgeiziger sind wie unsere. Überleg in deinem Leben, was sich lohnt, was du tust, was du lieber sein lässt. Was dir Vorteil bringt, vielleicht im Augenblick, doch auch wenn die Folgen nützen. Es ist früh am Morgen, die Sonne scheint so schön. Und du möchtest heute nicht zur Arbeit gehen. Du könntest sagen, du warst krank, dir war nicht wohl, der Kopf tat weh und darum musstest du den Weg zur Arbeit meiden. Doch überleg auch an diesem einen Tag, da blieb dein Platzle und auch deine Arbeit würde liegen bleiben. Drum überleg in deinem Leben. Die FDJ-Leitung des Lagers berät über den Stand der Planerfüllung und die nächsten Aufgaben. Wir haben uns in den letzten Tagen sehr angestrengt und dabei unseren Plan gut erfüllt und teilweise sogar übererfüllt. Wir sind dabei gut gefahren, wenn die Brigaden täglich Abrechnungen geführt haben. Das wollen wir so beibehalten. Jetzt wollen wir noch kurz über die Freizeitgestaltung diskutieren. Welche Maßnahmen wurden getroffen, um die Freizeitgestaltung noch weiter zu verbessern, um allen gute Erholung zu bieten? Dabei treten Probleme auf. Aus welcher Richtung kommen Sie? Für die nächsten Tage haben wir ein Tischtennisturnier und einen Lichtbildervortrag vorbereitet. Morgen holen wir die Luftgewehre und die Munition dafür von der GST. Und einige Freunde aus der Gruppe haben vorgeschlagen, am Wochenende eine Nachtwanderung durchzuführen. Aber ich finde, es gibt doch noch einige Probleme bei der Freizeitgestaltung. Zum Beispiel sind einige Schüler nicht immer mit den anderen FDJlern zum Beispiel bei Sportveranstaltungen dabei und schließen sich aus und gehen dafür woanders hin. Und sie füllen eben ihre Freizeit noch nicht sinnvoll aus. Wir müssen eben doch mit diesen Schülern noch einmal diskutieren, damit wir ihre Interessen wissen und kennenlernen und diese auch in den Freizeitplan mit einbauen können. Die Jugendfreunde berichten von ihren Freizeitvorhaben. Ihr ruht euch hier aus, lest Zeitungen und Bücher, spielt Schach. Erzählt doch mal, was die anderen tun. Zwei meiner Zimmerkameraden spielen Tennis, andere spielen Fußball, andere sind im Schwimmbad. Alles läuft also glatt, ihr seid zufrieden. Gab es anfangs auch Probleme in der Freizeitgestaltung? Naja, also wir mussten uns vor allem daran gewöhnen, dass wir für die Vorbereitung und Durchführung der einzelnen Vorhaben selbst verantwortlich sind. Aber die Genossen der Lagerleitung haben uns eben sehr gut dabei beraten. Aber wir finden das gut, denn weil wir uns so unsere eigenen Interessen verwirklichen konnten. Und ich finde, alle waren mit Begeisterung dabei. Und weil für jeden was dabei war. Ihr hattet einige interessante Erlebnisse. Berichtet doch mal davon, auch darüber, was ihr euch für die nächsten Tage vorgenommen habt. Morgen gehen wir ins Glasmuseum nach Lauschaut und mal sehen, wie so Glas hergestellt wird. Wir machen auch zurzeit ein Tischtennisturnier. Ja, also Tischtennisturnier führen wir noch Skatturniere und Schachturniere durch. Und ein Luftgewehr schießen. Wir ruhen uns nach der Arbeit aus und können dabei auch Musik hören. Am Sonnabend haben wir vor, hier in Neuhausack Disco zu gehen. Wir wollen auch noch ein Freundschaftstreffen mit einem Lager aus Fischbacher Wiese durchführen. Besonders ist ein Besuch im Naturtheater geplant.
Wir sahen soeben eine interessante Auswahl von Möglichkeiten der Freizeitbeschäftigung in einem gut organisierten Lager. Welche Funktion hat eigentlich das Leben des Lagerkollektivs nach der Arbeit? Eine der beiden Hauptfunktionen eines solchen Lagers besteht darin, dass sich die Jugendlichen gut erholen, sowohl vom Schulalltag mit seinen Anforderungen über einen langen Zeitraum, als auch von der physischen Belastung während der sechsstündigen produktiven Tätigkeit im Lager selbst. Dem können eine natürliche Umgebung und ein pädagogisch gestalteter Tagesablauf am besten gerecht werden. Dabei ist eine dem Alter der Jugendlichen und der Schwere der Arbeit angemessene physische Erholung zu garantieren. Erholung ist jedoch mehr als Ausruhen. Sie schließt die aktive, individuell und kollektiv gestaltete Tätigkeit ein. Sie garantiert, dass der Einzelne seinen persönlichen Interessen und Neigungen nachgehen kann, dass individuell und in Gruppen Aufträge der Schule, von Arbeitsgemeinschaften, Aktivs, Zirkeln usw. erfüllt werden können. Sie schließt das gemeinsame Vergnügen bei Spiel, Sport und Tanz ebenso ein wie die Besichtigung interessanter und lehrreicher Stätten und die Entdeckung selten zu sehender Objekte. Zur sinnvollen Freizeit gehören gleichermaßen die aktuell politische Information und das Gespräch über wichtige ideologische Probleme. Besonders wichtig ist, dass die Jugendlichen Gelegenheit erhalten, sich im Kollektiv auseinanderzusetzen. Dabei sollten sie die Ergebnisse ihrer Arbeit und ihr Verhalten während der Arbeit kritisch und selbstkritisch einschätzen. Einen wichtigen Platz sollte auch die Abrechnung des persönlichen Beitrages zum Lagerleben einnehmen. Auf diese Weise wird der für das gesamte Lager angestrebte Erziehungsprozess in seiner Einheit von produktiver Tätigkeit und sinnvoller Freizeit bei hoher Aktivität und Eigenverantwortlichkeit der FDJler verwirklicht. Wir stellen fest: Kluge pädagogische Führung und engagierte Mitwirkung der Pädagogen in der produktiven Arbeit und in der Freizeit sind wichtige Bedingungen für den Erfolg der Erziehungsarbeit und für hohe Produktionsleistungen. Forstmeister Klim bei der Auswertung in einer Brigade. So, liebe Jugendfreunde, wir treffen uns heute zum letzten Mal hier in diesem Raum. Und heute ist auch der Tag, wo man für seine geleistete Arbeit Geld dafür bekommt. Wir möchten es als Betrieb nicht versäumen, euch schon jetzt den Dank unseres Betriebes für die gezeigten Leistungen auszusprechen. 3 eurer Jugendfreunde werden für die besten Leistungen eine besondere Prämie erhalten. Und ich hoffe, dass ihr mit dem Geld, was ihr heute erstmals euch erarbeitet habt, zufrieden sein werdet. Das Geld ist ausgezahlt. Seid ihr mit dem Verdienst zufrieden? Vollkommen. Die Arbeit, die wir geleistet haben, sind wir zufrieden mit dem Geld. Für die Arbeit, die wir geleistet haben, finde ich, dass es eigentlich auch der angemessene Lohn ist. Gut bezahlt. Wir sind voll zufrieden mit dem Lohn, den wir bekommen haben. Und ich glaube, wir haben auch der Forstwirtschaft sehr genützt durch unsere Arbeit. Ja, also es freut uns, dass ihr mit diesem Lohn zufrieden seid. Und das ist eigentlich, das muss man ja mit anerkennen, eure eigene Arbeit gewesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch das erste Geld überhaupt gewesen ist, was ihr euch in der Produktion erarbeitet habt. Und ich glaube auch, dass ihr euch vielleicht gern wieder daran erinnern werdet, dass ihr hier in Neuhaus bei uns in der Forstwirtschaft mitgearbeitet habt, dazu einen Beitrag zu unserer Planerfüllung geleistet habt. Und dafür danken wir euch. Vom Abschlussappell des Lagers. Liebe Jugendfreunde, 14 Tage erfolgreicher Arbeit sind vorüber. Ich möchte im Namen unseres Betriebes euch für diese guten Leistungen recht herzlich danken. Diesen Dank schließe sich auch an unsere Betriebsparteileitung
und auch die Betriebsgewerkschaftsleitung unseres Forstbetriebes Neuhaus am Rennweg. Ich möchte noch sagen, dass eure Planerfüllung zwischen 103 und 105% liegt, dass wir viele Klassen schon dabei hatten und viele Schülerbrigaden, die kaum an die 100% herangekommen sind. Und das bedeutet also doch wirklich eine anerkennungswerte Leistung. Es wäre unser größter Wunsch, dass aus euren Reihen vielleicht sich auch der eine oder andere der Forstwirtschaft verschreibt und dort seine Zukunft sieht. Das wäre unser größter Erfolg und das wäre für uns als Forstwirtschaft das Ergebnis, dass wir richtig mit unserer Jugend zusammenarbeiten. Also nochmals herzlichen Dank. Das Lager wurde erfolgreich abgeschlossen. Die FDJler sind wieder zu Hause angekommen und berichten vor ihrem Schulkollektiv, den Eltern und Freunden. Die Eltern freuen sich besonders über die gute Stimmung. Beim Eröffnungsappell des neuen Schuljahres übergibt der FDJ-Sekretär des Lagerkollektivs den Bericht über die Ergebnisse des Lagers, die Solidaritätsspende des Lagerkollektivs und die Verpflichtung, auch bei weiteren Vorhaben an der Schule und im Wohngebiet aktiv mitzuwirken. In den ersten Wochen des neuen Schuljahres beteiligten sich die Lagerteilnehmer aktiv an der Gestaltung ihrer Schule. Sie waren die Initiatoren des Aufrufs zur Verschönerung der Schule und ihrer Umgebung als Pionier- und FDJ-Objekt Nummer 1 und konnten durch diesen Aufruf gute Ergebnisse und hohe Aktivität des gesamten Schulkollektivs bei der Verschönerung der Umgebung der Schule und der Gestaltung eines Spiel- und Erholungsplatzes für die Hortkinder der Schule erreichen. Die weiteren Aufträge werden in den Arbeitsgemeinschaften und im Unterricht abgerechnet. Wir haben gezeigt, wie unser Lager abgelaufen ist. Die dargestellten Ergebnisse entsprechen dem wirklichen Verlauf. Es wurde versucht zu zeigen, dass Erholung und Arbeit in einem Lager zwei Seiten eines einheitlich zu führenden Erziehungsprozesses bilden und sinnvoll zu gestalten sind. Nicht alles lief von Anfang und bei allen Teilnehmern widerspruchslos. Im Kollektiv wurden die Probleme überwunden. Alle Jugendfreunde haben sich als Persönlichkeiten bestätigt, bewährt und weiterentwickelt. Mit Begeisterung haben sie sich wieder für das nächste Jahr angemeldet. Im schöpferischen Bemühen um die quantitative und qualitative Erfüllung der Arbeitsaufgaben, in guter Arbeitsdisziplin, Fleiß, Ausdauer, Arbeitsfreude, in Hilfe und Unterstützung bei der ehrlichen Arbeit, drückte sich die Weiterentwicklung der Einstellung zur Arbeit aus. Der hohe Grad der Selbsttätigkeit und die Ergebnisse bei der Gestaltung des sozialistischen Lebens in den FDJ-Kollektiven beweisen überzeugend die besonders günstigen Möglichkeiten der Verbindung sozialistischer Arbeit und sozialistischen Lebens in einem Lager der Erholung und Arbeit. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst. Und welchen Weg du gehst. Sag mir, wo du stehst. Sag mir, wo du stehst.